Das Modegeschäft Müller-Hammann ist eine Institution in Saarburg. Umso größer war der Schock, als Inhaber Stefan Müller-Hammann im September 2021 plötzlich und unerwartet stirbt. Der Saarburger Unternehmer war bei allen beliebt und hochgeschätzt. Er ist nicht nur Chef gewesen, er war auch Freund für uns. Er hat uns zugehört bei allem, was wir hatten. Wenn wir mal ein Problem hatten, er hat sehr viel Verständnis gezeigt, auch für private Sachen. Aber im Geschäft war er einfach, wir haben sehr viel von ihm gelernt. Er hat uns in alles mit hineinbezogen, was den Einkauf betrifft, im Verkauf natürlich auch. Es wurde nie alleine bedient. Er war immer so ein bisschen mit dabei. Doch es geht weiter, denn in seinem Testament hat der Unternehmer das Geschäft seinen insgesamt 12 Angestellten vermacht. Also im ersten Moment, muss ich sagen, war es, Schock kann man jetzt nicht sagen, aber wir waren sehr überrascht. Also damit hatte man eigentlich nicht so gerechnet. Aber wir haben nachher gesagt gehabt, wir werden das Beste draus machen. Wir machen es in seinem Sinne weiter, so wie er das gewollt hätte auch, weil wir ja auch viel gelernt haben von ihm. Also unsere Geschäftsphilosophie bleibt weiterhin bestehen wie bei unserem Chef. Der Kunde ist König, er kommt rein, er wird komplett beraten und betreut, er wird hier nie alleine gelassen, wenn er das nicht möchte. Also wir haben jetzt bei uns im Laden 2 Geschäftsführer, weil mit 12 gleichzeitig würde es nicht funktionieren. Wir brauchen wirklich 2, die auch ein bisschen das Ruder in der Hand haben. Wir haben 2, die sich hauptsächlich um den Einkauf kümmern und auf Messen fahren. Und ansonsten machen wir hier vieles zusammen. Es wird, wie man dekoriert oder so, das besprechen wir halt auch gemeinsam. Das Wichtigste ist halt, dass die Kunden sich bei uns wohlfühlen, dass sie, dass sie sich fast wie zu Hause fühlen und gerne kommen und sich hier bei uns gut aufgehoben fühlen. Das Lebenswerk von Stefan Müller-Hammann ist also in guten Händen.